große Sterne und mein Herz ein Land von Asche zugedeckt. Nie geboren wünschte ich mich und ich hielt mich in der Nacht versteckt. Keine Stimme sag ich mir, sag, wer bin ich, fragte ich die Nacht und die Asche wog so schwer und die Nacht sprach sie der Morgen, lass die Toten ich dir sage, die Trauer ist vorbei, stehe auf, reite heim, hoch zu Ross durch dein Land, durch den Morgen mit wehenden Zügen, bau ein Schloss wie ein Traum, bau mit mächtiger Hand, und sein Name solle Zukunft sein. Schloss wie ein Traum aus der Asche empor und dem Himmel nah. Bau ein Schloss wie ein Traum und mach als König die Zukunft ich bin Ludwig, bin der König. Ich will bauen, nicht zerstören. Bei den Toten will ich es schwören. Die neue Zeit bricht an. Ich stehe auf, reite heim, hoch zu Ross durch mein Land. Durch den Morgen mit wehenden Zügen. Schloss wie ein Traum, bau mit mächtiger Hand und sein Name solle Zukunft sein. Bau ein Schloss wie ein Traum aus der Asche empor und dem Himmel nah. Bau ein Schloss wie ein Traum. Ich bau ein Schloss wie ein Traum. Vielen Dank, Dankeschön. Wir haben ja heute Publikum hier und auch an euch da draußen an den Geräten, Mobiltelefonen. Herzlich willkommen zu Art Support Stuttgart aus der Lagerhalle von Dosoni Veranstaltungstechnik. Ich freue mich tierisch, dass ihr alle wieder am Start seid bei uns. Und wir haben wieder ein sehr, sehr tolles Programm zusammengestellt für euch heute. Los ging's mit dem Titel Kalte Sterne aus dem Musical Ludwig, was im Festspielhaus Füssen gespielt wird. Zurzeit ja natürlich gerade nicht, aber wenn Corona mal vorbei ist, legen die da auch ganz bestimmt wieder los. Und das zweite, die zweite Erfolgsproduktion aus Füssen ist das Musical Die Päpstin. Da durfte ich selbst auch schon in der Rolle des Gerold auf der Bühne stehen, im Theaterhaus hier in Stuttgart, letztes Jahr im August als Gastspiel und auch schon in Füssen im Festspielhaus, wirklich ein sehr, sehr schönes Theater. Und zu dem Musical Päpstin, das ist auch die perfekte Überleitung, da komme ich auch gleich zu unserem heutigen Special Guest, zu unserem heutigen Stargast, Christine Backes, meine Damen und Herren. Großer virtueller Applaus bitte. Nicht nur virtueller, wir haben ja heute auch unser Publikum dabei. Wir haben auch wirklich echtes Klatschen. Und Christine, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Du bist eine Stream-erfahrene Sängerin. Gestern noch Stream auf dem Infoturm Stuttgart, heute bei uns. Genau, ist quasi meine Stream-Tour. Die Stream-Tour von Christine.
Und ich würde sagen, ich habe Päpstin schon angekündigt, dann legen wir gleich mal los mit der Päpstin. Also wir sind wehrlos. Wir sind wehrlos. Ne? Machtlos. Genau. Machtlos. Ah, Christine, ich sag's dir, ich kann es nicht erwarten, bis wir das wieder mal zusammen spielen dürfen. Ja, ich auch nicht. Und ja, wir bleiben beim Musical Die Päpstin. Da hast du uns auch einen Song von der Johanna mitgebracht. Ja. Und ich überlasse dir jetzt einfach mal die Bühne. Gut. Na, viel Spaß. Dankeschön. Ist das der Moment, in dem sich alles offenbart, der Moment, in dem die Wahrheit mich berührt? Ist das
Christine Backes, meine Damen und Herren. Die Johanna aus der Päpstin. Sehr schön. Und du spielst in Ludwig ja auch mit. Na? Ganz genau. Und da spielst du die Elisabeth. Die Sissi. Die Sissi. Ja. Die Sissi. Sehr schön. Und aus diesem anderen, unbekannteren Sissi-Musical haben wir jetzt auch eine Nummer dabei. Also kennen vielleicht ein paar nicht, deshalb heißt es vielleicht auch Elisabeth. Genau. Dann eben. Weiß man gleich, was es geht. Richtig. Dann machen wir den jetzt. Ne? Okay. Alles klar. Deswegen machen wir auch den Song, den nicht alle kennen. Den nicht alle kennen. Das zur stimmt. Allgemeinbildung. Genau. Was für ein Triumph. Mein Triumph. Mein Fest. Ich hab die Feinde überwunden. So änderst du den Lauf der Welt in meinem Sinn. So eng sind wir verbunden. Ich tu's nicht für die Welt. Nicht für die Welt. Nur für mich. Für mich. Jetzt hab ich meinen Weg gefunden. Sie haben über dich gelacht. Doch jetzt hast du dich durchgesetzt und sie besiegt. Sie hielten mich an Drähten fest. Als Puppe, die man tanzen lässt. Doch ich werd keine Marionette sein. Wenn ich tanzen will, dann tanz ich so, wie's mir gefällt. Ich allein bestimm die Stunde, ich allein wähl die Musik. Wenn ich tanzen will, dann tanze ich auf meine ganz
besondere Art am Rand des Abgrunds oder nur in deinem Blick. Schwarze Möwe, flieg, ich allein werd ich durch Nacht und Sturm begleiten. Ich will nicht mehr begleitet sein, auch nicht von dir. Ich lass mich nicht leiten. Frei bist du nur durch mich. Nur durch mich. Nur für mich. Für mich. Denn du sollst mir den Weg bereiten. Ich geh jetzt meinen eigenen Weg. Ich habe mich getrennt von dir. Lass mich in Ruhe. Du hast dich in mich verliebt, weil's Freiheit ohne mich nicht gibt und keiner dich verstehen kann, außer mir. Wenn ich tanzen will, dann tanz ich so, wie's mir gefällt. Ich allein bestimm die Stunde, ich allein wähl die Musik. Wenn ich tanzen will, dann tanze ich auf meine ganz besondere Art am Rand des Abgrunds oder nur in deinem Blick. Ich bin stark genug allein. Stark warst du nur, solange du noch geglaubt hast, schwach ich zu sein. Dich nicht. Du wirst mich ich rufen, dich nicht. Du wirst ich mich suchen. Dann wird es dir wahr hast. Wenn ich tanzen will, dann tanz ich so, wie es mir gefällt. Ich allein bestimm die Stunde, ich allein wähl die Musik. Wenn ich tanzen will, dann tanze ich auf meine ganz besondere Art am Rand des Abgrunds oder nur in deinem Blick. Wann ich tanzen will und mit wem ich tanzen will, bestimmt nur Dankeschön. Vielen Dank auch an Mia und ihre Tochter Chiara, die heute uns zu Gast sind. Habt ihr Spaß soweit? Ja? Ja, super. Super, sehr schön. Das freut uns. Das ist cool. Und ja, Christine, ich habe ja bereits gesagt, du bist vornehmlich im Festspielhaus in Füssen tätig, bist da in den Produktionen, eigentlich in allen Produktionen, die da gespielt sind, in Ludwig, in der Päpstin, im Ring auch genau. zu sehen und ja, das ist irgendwie so deine zweite Heimat jetzt Füssen geworden, ne? Absolut, weil, also wenn man sich mal das Bild hier anschaut, das Festspielhaus, gelegen am Forgensee mit Blick auf Schloss Neuschwanstein, also da kann man sich wohlfühlen. Ist schon schön, ne? Arbeiten und andere Urlaub machen. Genau. Wenn es nochmal zu viel wird, geht man einfach mal kurz raus, guckt aufs Wasser und dann geht es schon gleich wieder. Und dann geht es schon wieder. Ja. Sehr schön. Und was natürlich eine besondere Ehre ist für dich, ne? Und auch eine Ehre, dass du heute hier bist für uns. Du bist die beliebteste Newcomerin 2019 von der Musical 1 Leserwahlen bist du gewählt worden. Ne? Ja. Und ich habe mich tierisch gefreut, dass das für dich geklappt hat, weil ich finde, du bist echt grandios, eine ganz tolle Stimme, eine wunderbare Bühnenpartnerin und ich kann nur sagen, höchst verdient, wirklich, höchst verdient. Großer Applaus an dich. Vielen Dank, Dankeschön. Und ich wollte dich mal fragen, jetzt ist natürlich Corona, habt ihr schon irgendwie in Füssen konkrete Pläne, wann es wieder weitergehen kann oder was für einen Fahrplan habt ihr jetzt? Genau, also offiziell auf unserer Webseite steht jetzt mal, dass wir ab dem 14. August mit einem Hygienekonzept wieder Ludwig spielen würden, aber natürlich warten wir da jetzt natürlich auch erstmal auf weitere Bekanntgaben der Regierung. Geplant ist zurzeit auch noch, dass wir die Päpstin in München spielen. Das wurde ja von Juli jetzt erstmal auf September gelegt. Genau. Und ja, so ist bislang der Fahrplan. Warten wir mal ab, ob wir ihn einhalten können. Okay, also wir harren der Dinge. Genau. Hygienekonzept, sprich, heißt auch, ihr könntet das Festspielhaus nicht voll besetzen, sondern ihr würdet mit reduzierter Kapazität erstmal starten genau. müssen. Genau, ne? Das wäre dann so der Plan. Wir haben ja zum Glück sehr viel Platz. Wir haben ja wirklich gute Möglichkeiten, dass wir da sagen können, wir können die Hygienemaßnahmen einhalten und ja, wir würden uns sehr freuen, wenn wir ganz bald wieder die Türen und Toren öffnen können. Ich drücke euch die Daumen. Und in Füssen habt ihr nicht nur das Theater, ihr habt auch eine Academy, ne, ganz genau. wo ihr junge Nachwuchskräfte fördert. Ja.
Und einen ganz besonderen Gast hast du uns heute noch mitgebracht, ne? Ganz genau. Das ist eine Schülerin von dir, die Romy. Genau, die Romy ist bei uns auch in der Academy, ist auch eine Schülerin von mir und hat jetzt zum Beispiel unter anderem in der Päpstin auch die kleine Johanna gespielt. Richtig. Und dann würde ich sagen, ihr habt ein Duett vorbereitet. Ne? Ja. Dann holen wir die Romy jetzt mal auf die Bühne. Romy. Da ist sie. Hallo Romy. Dein Applaus. Und ich überlasse euch jetzt einfach mal die Bühne. Dankeschön. Und ich wünsche euch viel Spaß. Ganz besonders dir, Romy. Viel Spaß. Komm, dann tauschen wir mal. When did life become so complicated? Years of too much thought and time. Super. Romy, meine Damen und Herren, Riesenapplaus.
When 10 Jahre. Feet Don't Touch the Ground, das Musical Finding Neverland. 10 Jahre. Ja. Wahnsinn. Super. Ganz toll. Ich glaube, von dir werden wir noch sehr viel hören, wenn du dran bleibst. Ganz bestimmt. Vielen Dank, Romy. So, Christine. Ja. Wir haben ja auf Facebook eine Partnerseite, die Auktionen für uns veranstaltet, um auch unseren Spendentopf zu füllen. Hier nochmal die Erinnerung an euch. Ne? Wir sammeln die Spenden, also ihr dürft auch ganz eifrig jetzt während des Streams oder auch unter der Woche, die Konten haben nie geschlossen, ihr dürft jederzeit ein paar Euro bei uns hier lassen. Und du hast uns für die Auktionsseite, für unsere Partnerseite auch etwas aus Füssen aus dem Festspielhaus mitgebracht. Ganz genau. Was wir im Anschluss auch signieren werden und das könnt ihr dann ersteigern. Ich darf das mal kurz in die Kamera zeigen. Wir haben Sticker und Postkarten aus Füssen. Wir haben Plakate von den Shows und wir haben ganz besonders ein Picturebook Programmheft von der Päpstin. Wir werden das nachher für euch signieren und dann habt ihr quasi ein Unikat. Ne? Ganz genau. Und dafür dürft ihr dann ganz eifrig auch bei unseren Auktionen mitbieten. Wollte ich jetzt nur mal kurz erwähnen, bevor ich gleich wieder der wunderbaren Christine die Bühne überlasse. Also ich lege das hier inzwischen mal ab, dass nichts wegkommt. So, und weiter geht's mit einem Titel von dir, den hast du dir ausgesucht aus dem Musical genau. Beetlejuice. Genau, das war mein Wunschtitel, den ich unbedingt halt machen wollte. Okay, sehr skurriler Titel, Dead Mom. Ja, ich hau da mal lieber ab. So klingt's auch. So klingt. Hey Mom. Your mom. Jawohl, Christine Backes, Dead Mom. So, wir, brauchst du denn Stativ? Hol das mal schnell. Ja eben, genau, weil die nächste Nummer lang die ganze Zeit das Mikro zu halten, das wird für die Arme schwer. Ne?
Ja, wir haben jetzt eine ganz besondere Nummer für euch vorbereitet. Es lief vor einem Jahr auch noch, glaube ich zumindest vor einem Jahr, in Oberhausen das Musical Bat Out of Hell mit der Musik von Meatloaf. Und der eine oder andere, der Meatloaf kennt, weiß, kurze Songs gibt es da nicht. Also entspannt euch, entspannt ihr euch auf der Couch, lehnt euch zurück, genießt die folgenden 6 Minuten. Ihr zu Hause auch. Ihr habt jetzt wirklich Zeit zum Entspannen. It's all coming back to me now. There were nights when the wind was so cold that my body froze in bed if I just listened to it right outside the window. And the fantasy's all coming back to me. I can
Vielen Dank. Boah, ich sag's euch, ist das eine Hitze hier? Ja. Du kannst dich erholen, ich muss weitermachen. Viel Spaß. Dankeschön. Boah, ihr glaubt's gar nicht. Bei den Temperaturen draußen und den ganzen Scheinwerfern hier drin ist es echt, ich dachte, die Saunas hätten geschlossen, aber. Also, das heißt, ja, vielleicht mache ich das später auch noch. Eine Nummer mache ich noch mit, vielleicht ziehe ich dann auch das Sakko zumindest mal aus. So. Wir kommen für die fleißigen Verfolger unseres Streams, wir kommen in meine Heimat nach Südtirol. Ihr wisst ja, ich bringe immer eine Nummer aus Italien mit, eine italienische Nummer und eine österreichische Nummer, weil ich die beiden Sprachen oder die beiden Kulturen, die wir in Südtirol haben, gerne in meinen Konzerten immer vermische. Und los geht's heute mit dem italienischen Song, den hat der Boris mir schon länger mal aufgetragen, weil er den irgendwie cool findet, ich weiß es nicht. Es weckt ganz alte Gala-Band-Erinnerungen. Ah, es weckt Gala-Band-Erinnerungen. Okay, na dann, gib mir mal einen Ton. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Oh, ist das, die Hitze passt auch zu Italien. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente, con l'autoradio nella mano destra, un canorino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i suoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, sempre più donna che sempre suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa, con la crema da barba alla menta, con un vestito gessato del blu e la moviola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Sono un italiano vero. Da, 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 da,
lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano. Un italiano vero. Dankeschön, Totò Cotugno, l'italiano. La 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 la. Das Lied weckt Erinnerungen an die Urlaubskassette im VW-Bus meiner Eltern. Ja, genau. Ende der 80er. Ja, genau. Das, genau. Urlaubserinnerungen schaffen, wenn wir das geschafft haben mit dem Titel. Wunderbar. Und weiter geht's nach Österreich mit einem absoluten Klassiker. Das ist jetzt tatsächlich ein Wunschtitel von meinen Eltern. Meine Mutter meinte, ach, kannst du nicht das mal? Also, ja. Ich habe gesagt, okay, Mama, ich rede mal mit Boris, aber ich tue, was ich kann. Das weckt in mir auch ganz alte Erinnerungen tatsächlich. Siehst du? Es kam auch kein Widerstand. Dann, ich denke mal, die Nummer kennt ihr alle daheim. Ihr könnt jetzt alle eifrig auf euren Sofas und wo ihr immer gerade seid. Vielleicht ist auch der eine oder andere im Garten und guckt sich das gerade an. Dann und grillt oder so. Ich würde das machen an eurer Stelle, wenn ich jetzt irgendwie so zu Hause wäre. Ich würde meinen Grill anschmeißen und das machen. Und dann könnt ihr alle ganz eifrig mitsingen, dass die Nachbarn auch mitkriegen, dass ihr gerade bei uns zuguckt. Ne? Wenn ich auf der Biesel ins Nordenkastel schaue, dann sehe ich hier ein Mädel mit Augen so blau. Ein blaues lässt sie mit gar nichts sondern vergleichen. Sie war in der Schule der erklärte Schwan, von mir und von all meinen Freunden doch dann, am letzten Schultag stellte das Leben seine Weichen. Wir haben uns sofort aus die Augen verloren, ich hab mir oft gefragt, was ist aus ihr geworden, die Wege, die wir beide gegangen sind, waren nicht die gleichen. Vorgestern sitz ich in meinem Lokal, ich schau in zwei Augen und was auf einmal, es ist dieses Blau, das lässt sich mit gar nichts vergleichen. Und du entschuldige, ich kenn dich, bist du nicht die Kleine, die schon als Burgen kommt hoch, die mit 13 schon kokett war, mehr als was erlaubt war und die enge Schieds auch gehabt hat. Ich hab nächtelang nicht geschlafen, nur weil du im Schulhof einmal mit dir angezwinkert hast. Komm, wir streichen 15 Jahre, hol jetzt alles noch, als ob dazwischen einfach nichts war. Sie schaut mir eine halbe Minute lang an, sie schaut, dass sie gar nichts mehr sagen kann. Ich sitz wie gelähmt gegenüber und kann's gar nicht fassen. Ich hör keine Musik mehr und wart nur drauf, dass sie endlich sagt, du jetzt wach ich auf. Der Bäder, der 10 Häuser weiter gewohnt hat in der Gassen. Sie zwinkert mir zu wie vor 15 Jahren. Sie sagt mir, wie geht's da, mein Bäder, mein Klar. Du hast da schon sehr lang nichts mehr von dir hören lassen. Sag ja, sang viel zu lang. Sie meint, komm, probieren wir's halt jetzt miteinander. Und später sag ich lachend noch einmal zu ihr auf der Straße. Du entschuldige, ich kenn dich, bist du nicht die Kleine, die schon als Burg gehabt hab, die mit 13 schon kokett war, mehr als was erlaubt war und die engen Jeans angehabt hat. Ich hab nächtelang nicht geschlafen, Schulhof einmal mit dir anzwinkert hast. Komm, wir streichen 15 Jahre, hol jetzt alles noch, als ob dazwischen einfach nichts war. Du entschuldige, ich kenn dich, bist du denn die Kleine, die schon als Burgen gehabt hat, die mit 13 schon kokett war, mehr als was erlaubt war und die enge Jeans angehabt hat. Ich hab nächtelang nicht geschlafen, nur weil du im Schulhof zwinkert hast. Komm, wir streichen 15 Jahre, wir wollen es alles noch, als ob
dazwischen einfach nichts vor. Komm, wir streichen 15 Jahre, hol nicht alles noch, als ob dazwischen einfach nichts vor. Vielen Dank, Dankeschön. Für dich, Mama. Na? Wie gesagt, an dieser Stelle sei nochmal erwähnt, ich ziehe jetzt einfach mal meinen Sakko aus, es wird wirklich unerträglich heiß. Christine, es trifft dich gut, dass du schon auf der Bühne bist. Du kannst gleich mitmachen bei der nächsten Nummer. Oh, schön. Ja, spontan eingebaut. Oh. Weil wir kommen jetzt nämlich zur Band hier aus der Gegend. Und die eifrigen Zuschauer wissen ja, wir spielen immer einen Song hier aus der Gegend, den kennst du bestimmt auch. Und den kennt ihr bestimmt auch, weil es ist jetzt ein absoluter Klassiker von Pur. Und ich möchte, dass ihr da auch mitsingt, unbedingt. Weil ihr kommt aus Kornwestheim, das ist nochmal näher irgendwie. Ne? Die Band aus Bietigheim-Bissingen. Und es ist ein absoluter Klassiker. Ich sag's euch, ihr werdet da alle mitsingen. Und ja, wir fangen jetzt einfach mal an. Den muss man gar nicht ankündigen, die Nummer. Im Hürdenlauf über 1000 Wenn und Aber, anstatt geradeaus auf ein unbekanntes Ziel. Ich sehe mir wieder mal selbst genau im Weg. Ist die Ruhebank in diesem grenzenlosen Spiel? Ich denk zu viel an übermorgen, denk zu viel an dich. Hab mir den Blick versperrt auf jetzt und hier und dich. Und was sagst du? Du blitzt mich an mit deinen Funkelperlenaugen. Das tut so gut, da ist so viel für mich drin. Das hilft viel besser als jedes Reden, jedes Denken. Nur noch fühlen, nur noch spüren, macht jetzt Sinn. Die Wellen schlagen fast schon über uns zusammen. Doch mit dir im Boot ertrage ich jede raue See. Der Wind schlägt mir wieder mal Peitschen ins Gesicht. Doch mit dir im Rücken tut's nur halb so weh. Lass mich nicht allein mit mir, lass mich ganz bei dir. Will doch noch so viel spüren, dich und jetzt und hier. Und was machst du? Du blitzt mich an mit deinen Funkelperlenaugen. Das tut so gut, da ist so viel für mich drin. Das ist wie Balsam, wie ein echtes kleines Wunder. Das hilft viel besser als jede Medizin. Oh, komm und halt mich fest und drück mich so fest wie du kannst. Halt mich fest und drück mich so fest wie du kannst. Oh, halt mich, drück mich, halt mich, drück mich, halt mich so fest wie du kannst. Das ist der Publikumsjoker, den wir heute haben. Den ziehen wir jetzt. Ich sing mit. Ich denke mal, die Christine und der Boris, die helfen euch auch ein bisschen. Aber jetzt wollen wir Alarm hören von euch. Okay? Du blitzt mich an mit deinen Funkenperlen. Danke mir, ihr zu Hause auch. Alle mitsingen. Es tut so gut, da ist so viel für mich drin. Sogar unser Kameramann singt mit. Geil. Ich liebe es. Danke Pur für diese Nummer. Lala! Come on! Du blitzt mich an mit deinen Funkenperlenaugen. Es tut so gut, da ist so viel.
viel für mich. Und die Frauen singen jetzt mit mir mit, okay? Du blitzt mich. Halt mich fest und drück mich. So fest wie du kannst. So fest wie du kannst. Halt mich. Halt mich fest und drück mich. So fest wie du kannst. So fast wie du kannst, so fast wie du kannst. So, oh, yeah. Da ist so viel für mich drin. Du blitzt mich an mit deinen Funkelperlenaugen. Yeah! Vielen Dank fürs Mitmachen. War echt super. Hat echt Spaß gemacht, die Nummer. Cool. Und Ich habe vorhin gelesen, als ich gesagt habe, ein Klassiker von Pur, hat irgendjemand kommentiert, Abenteuerland. Kommt vielleicht kommt auch noch, ne? Wahrscheinlich, ja. Ja, wer weiß. Vielleicht, Hartmut, wenn du kommen möchtest, hier mal wieder erwähnt, du kannst die Nummer auch selbst singen. Ich muss es nicht machen. Okay, jetzt ist Christine wieder auf der Bühne. Komm, ich überlasse dir mal die Mitte. Es ist einfach schöner, wenn du in der Mitte stehst. Und ja, jetzt kommt eine Nummer von dir wieder, die habe ich mir jetzt allerdings gewünscht. Ne? Genau. Ich bin ein riesengroßer Pink-Fan und ich weiß, du singst die einfach grandios, also viel Spaß damit. Christine Backers, meine Damen und Herren. Vielen Dank. So, jetzt kommen wir zu einer ganz speziellen Nummer, da hast du vorhin gesagt, die hat sich dein Papa gewünscht, ne? Ja, ganz also, genau. Also, Rainer. Das ist für dich. Für dich? Ja. Du musst gucken, ob er was schreibt dann. Ob er sich auch höflich bedankt. Ich warte.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something as a certain for? I'm falling. In all the good times, I find myself longing for a change. Times I fear myself. Herzlichen Dank. Tell me something, boy. Are you dry, tired, feel that way? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so? Vielen Dank. Dankeschön. Ja, und was soll ich sagen? Wie immer, time flies when you're having fun. Wir kommen tatsächlich schon zur letzten Nummer für heute. Und ja, es bleibt mir an dieser Stelle nur nochmal der Appell an euch. Ihr wisst es, wir sammeln hier Spenden für notgeratene Künstler, die eben während dieses Corona-Shutdowns nicht arbeiten können, nicht arbeiten dürfen und somit keine Einnahmen generieren können. Und daher die Bitte an euch, wenn euch unsere Streams gefallen, wenn ihr Spaß dran habt, dann seht es doch als ein kleines Konzert, in das ihr sonst gegangen wärt, und lasst uns den ein oder anderen Euro da. Ihr könnt über PayPal oder über Spendenkonto gerne einen Betrag da lassen. Wir sind über jede Spende dankbar, jeder Cent hilft. Und in diesem Sinne haben wir jetzt noch ein wunderschönes Duett raus, wir zwei, von Sarah Connor und Henning Wieland, Bonnie und Clyde. Wir sollen den Regen biegen, Grenzen verschieben und Helden werden. In guten Zeiten kann man vieles versprechen. Die ewige Liebe, das Böse besiegen und Weltfrieden. Plötzlich steht die Welt in Flammen und der Moment wird zur Ewigkeit. Wir haben keine Angst, denn wir halten zusammen. Alles bereit. Oh,
uns herum steht die Welt in Flammen und der Moment wird zur Ewigkeit. Wir haben keine Angst, denn wir halten zusammen, zu allem bereit. Scheißt, stehen wir zusammen wie Bonnie und Clyde. Denn alles ganz anders kommt, als du denkst. Wenn der Wind sich dreht, die große Liebe vergeht und du im Regen stehst, dann werde ich dich finden. Scheißegal, wo du bist. Und wenn dein Herz weint, dann gehen wir ein Trinken und ich leih dir meins. Und plötzlich steht die Welt in Flammen und der Moment wird zur Ewigkeit. Wir haben keine Angst, denn wir halten zusammen für alles bereit. Um uns herum steht die Welt in Flammen und der Moment wird zur Ewigkeit. Wir haben keine Angst, denn wir halten zusammen, zu allem bereit. Wenn der Himmel über dir zerreißt und die ganze Welt dich nur bescheißt, stehen wir zusammen. Vielen Dank, Dankeschön. Christine Backes, meine Damen und Herren. Und Romy, Romy war auch. Romy, kommst du nochmal zu uns auf die Bühne zum Abschied, bitte? So, ich war jetzt gerade so irritiert am Anfang, weil ich Kommentare gelesen habe, habe ich doch glatt in der falschen Oktave angefangen. Romy, komm noch mal schnell. Ach so, nee, singen musst du nicht mehr. Singen musst du nicht mehr. Aber gehört zu einer angehenden Sängerin, gehört das Mikro dazu. Nochmal einen Riesenapplaus für Romy, bitte. Ganz groß. Also von dir hören wir garantiert noch was, da bin ich mir sicher. Und Christine Backes, auch nochmal großer virtueller Applaus. Was heißt virtuell? Wir haben heute Publikum hier. So. Und ich lese schon wieder Zugabe. Oh, Christine, ich glaube, wir müssen nochmal. Ach, so. Ja. Okay, wenn es halt gewünscht ist. Wenn es gewünscht ist, dann müssen wir. Es wird eine Überraschung auf jeden Fall. Ja. Es wird ein Experiment, muss man ganz ehrlich sagen. Romy, du kannst gerne mitgrooven, wenn du willst. Du kannst gerne hier stehen bleiben, aber die Christine und ich, wir machen jetzt einfach mal ein Experiment. Ich habe es noch nie probiert. Wir werden jetzt einen absoluten Rock-Klassiker nur am Klavier, ohne Gitarre und ohne gar nichts performen. Ja, wie gesagt, Boris, der spielt eine ganze Band. Das ist der Hammer. Wer braucht schon Angus Young, wenn man Boris Ritter hat? She was a fast machine, she got the motor clean. She was the best damn woman I had ever seen. She had a sign of size, telling me no lies, knocking me out with those American thighs. Taking on in a shower, had me frightened for air. He told me to come, but I was already there. Cause the world starts shaking, the earth is quaking, my mind was aching, and we will make it out of you. Shook me up. Should be all mine.
Easy am Klavier, meine Damen und Herren. So, das war es jetzt wirklich für Artsupport Stuttgart von heute. Schaltet nächste Woche wieder ein, seid dabei. Wir haben einen ganz großartigen Gast, den Klaus Marquardt, einen Geiger, der bei uns im Palladium Theater auch im Orchester spielt. Der spielt Blues Violin und der wird mit Boris ein paar Nummern machen. Wir werden, glaube ich, so ist es zumindest vorgesehen, wieder eine AC/DC-Nummer haben, aber mit Geige diesmal. Also es bleibt spannend. Und eine Trompete. Und eine Trompete, genau. Stimmt. Der Lüne, spielt auch noch Trompete. Der ist auch noch dabei. Ein Trompeter aus dem Palladium Theater. Es bleibt spannend. Es wird eine ganz tolle Folge nächste Woche auch. Ich freue mich, die zwei Kollegen wiederzusehen. Und in diesem Sinne, kommt gut durch die Woche. Achso, eine Ankündigung. Ich habe morgen meine Premiere im Autokino. Wer mich morgen im Autokino sehen möchte, der kann gerne nach Reutlingen-Pfullingen kommen, ins Autokino dort. Da bin ich zu Gast bei Fräulein Wommi Wonder und werde einen kleinen Musical-Blog machen. Und wir bedanken uns natürlich nochmal recht herzlich bei unseren heutigen Ehrengästen, bei Mia und bei Chiara. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, auf jeden Fall. War super. Das freut uns. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Abend noch. Ich wünsche euch da draußen noch einen schönen Abend, schöne Woche und schaltet nächste Woche wieder ein. Tschüss, bis nächste Woche. Ciao.